Das ist eine Mannschaft, die ihre Liga total beherrscht. Wenn man serbischen Fußball verfolgt, dann weiß man, das ist technisch guter Fußball. Normalerweise in Formation 4-1-4-1. Also wir haben relativ viele Informationen. Wie gesagt, eine Mannschaft, die voller Selbstvertrauen ist, die Quali-Runden durchgestanden hat, gegen gute Mannschaften. Also es wird eine richtig schwere Aufgabe, aber trotzdem, also wir sehen das jetzt für uns wirklich als zusätzliche Möglichkeit. Noch so einen kleinen positiven Erlebnis mit dem Unentschieden, da jetzt was draufzusetzen, das ist unser Ansatz. Jeder weiß, dass Fans sehr, sehr, die machen richtig gute Stimmung in Serbien, von beider Seite, von Partizan und von Roter Stern. Und ich weiß nicht genau, wie viele Leute kommt aus Belgrad in Köln. Aber wir spielen zu Hause und am meisten Fans sind so von Köln, unsere Fans. Und ich hoffe, dass die machen morgen so gute Stimmung.